Hagen zu Bad Muskau. Bad Muskau ist natürlich verbunden mit seinem Schöpfer, Hermann Graf von Pückler Muskau. Er ist seit 1822 Fürst, das heißt, er ist als Standesherr in den Fürstenstand erhoben worden. Er hat gelebt von 1785 bis 1871. Pückler Muskau ist ein vielseitiges, ja, Genie oder wie man das nennen will, jedenfalls sehr vielseitig. Er ist Militär, er ist Landschaftsarchitekt, Schriftsteller, Weltreisender und ein Dandy, kann man so sagen. Er nahm an der Völkerschlacht bei Leipzig 1817 teil, hat auch an einer anderen Schlacht als Militär teilgenommen, hat diese Schlacht aber verschlafen. Das machte aber nichts, er hat trotzdem einen Orden bekommen, also so ein Mensch ist das halt gewesen. Er hat Reisen unternommen, 1811 in die Provence und Italien, 1812 seine erste Reise nach England und war dort von Landschaftsparks begeistert. 1825 bis 29 war er dann viele Monate in England, reiste 1837, 38 nach Ägypten und in den Sudan und er kaufte in Kairo auf dem Sklavenmarkt die 12-jährige Matschbuba, die er mitgebracht hat, sicherlich zur Freude seiner Frau. Diese Sudanesin starb dann 1840 in Moskau und ist dort auch begraben. Nach dem Wiener Kongress kommt Muskau von Sachsen an Preußen. Die Standesherrschaft Muskau war geschätzt eine der 15 größten Landbesitze in Preußen insgesamt. Dieser große Landbesitz ist dann 1822 in eine freie Standesherrschaft Muskau erhoben worden. Eine freie Standesherrschaft ist ein Bereich mit einigen landesherrlichen Rechten. Und für die freie Standesherrschaft ist Pückler Muskau dann zum Fürsten erhoben worden. Verheiratet war er mit Luzi von Hardenberg, eine geschiedene Pappenheim. Und ich habe ja schon gesagt, Pückler Muskau war ein Lebemann und er war ein, ja, von seinen Gartenvorstellungen ein besessener Mensch. Und er hat sehr vieles getan und so ein Garten, gerade in der Größe, den er anlegen wollte, kostet Geld und nochmal Geld und nochmal Geld. Und 1826 ist er dann quasi pleite gewesen, hat sich mit seiner Frau zusammengesetzt und sie schlug dann vor, wir könnten uns doch pro forma scheiden lassen. Und dann kannst du versuchen, eine zweite Frau zu heiraten, die natürlich viel Geld haben muss. Das ist wahre Liebe, meine Damen. Und damit ist dann Pückler nach England gefahren, um dort möglichst reich zu heiraten. Und er hat das von 1825 bis 1829 probiert, aber seine Absichten hatten sich rumgesprochen. Das heißt, die englische Gesellschaft war interessiert, ihn kennenzulernen, aber keiner hat seine Tochter hergegeben, jeder wollte sein Geld behalten. Was hat Pückler Muskau gemacht? Er hat aber treu und brav Briefe an seine Frau geschrieben. Und diese hat sie dann anonym veröffentlicht als Briefe eines Verstorbenen. Ganz interessant, der Titel. Vier Bände, 1830 bis 31. Und diese Briefe, dieses Buch wurde ein Bestseller. Warum wurde es ein Bestseller? Es war Gesellschaftsklatsch. Breite Bevölkerungsschichten, Bürgerliche konnten endlich lesen, was beim Adel, dem englischen Hochadel und auch hier dem deutschen Adel so gemauschelt wurde, wie es dazuging. Und mit diesem Bestseller hat er dann seinen Garten finanziert. Also etwas indirekt, aber es klappte. Aber es reichte immer noch nicht. 1845 war Pückler Muskau dann endgültig pleite und musste seine Standesherrschaft verkaufen. Er hat sich dann zurückgezogen auf das Erbschloss Branitz bei Cottbus. Was hat er dort gemacht? Er hat wieder einen Garten angelegt, wenn auch einen kleineren Garten. Er hat viel geschrieben, hatte gesagt, war ein Schriftsteller auch, hat viel diesen Gesellschaftsklatsch geschrieben und auch Romane. Die sind allerdings alle anonym erschienen, natürlich aus gutem Grund. So gibt es nur ein einziges Werk von ihm, das unter seinem Namen erschienen ist.
Und das war 1834 das Buch Andeutungen über Landschaftsgärtnerei. Pückler Muskau gilt als landschaftskünstlerisches Genie. Das ist ein Zitat. Seine Parks sind Höhepunkte der Landschaftsgestaltung im 19. Jahrhundert, nicht nur in Deutschland, sondern in Europa. Jetzt haben wir ja gesehen, dass das hier eine eher sandige Gegend ist. Wie kommt man dann zu einem Park? Pückler Muskau lässt also Mutterboden anfahren und großzügig verteilen. Kostet alles Geld. Muskau war halt sandig, da brauchte man entsprechenden Boden. Man wollte natürlich möglichst früh einen schönen Park haben und deshalb hat er auch angefangen, ausgewachsene Bäume zu verpflanzen. Denn ich hatte ja gesagt, ein Landschaftsgarten ist ein künstlich angelegter Garten. Die Bäume können nicht stehen, wo sie stehen wollen, sondern sie brauchen einen bestimmten Standort, um Blickachsen zu haben. Sein Konzept waren die Blickachsen. Ich bitte auch dann, wenn wir in dem Park sind, darauf zu achten, es ergeben sich immer neue interessante Blicke. Seine Landschaftsgärten waren übrigens frei zugänglich im Unterschied zu England zu dieser Zeit. Also auch die Bevölkerung konnte sich dort ergehen. Pückler Muskau war ein scharfzüngiger und anzüglicher Schriftsteller, der, wie gesagt, aus der Welt des Adels berichtete, hat dann noch Reiseberichte geschrieben, ist als Erzähler, Berichterstatter und Briefschreiber bekannt geworden. Und ja, er ist auch derjenige, auf den das Fürst-Pückler-Eis zurückgeht. Auch das gehört zu ihm. Kurz noch ein paar Worte zum Park Muskau. Marek, bitte ganz langsam fahren. Der Park ist 830 Hektar groß. Er ist der größte englische Landschaftspark in Zentraleuropa. Heute sind von diesem Park ein Drittel Deutsch, gehören zu Deutschland, zwei Drittel gehören zu Polen. Angelegt wurde der Garten zwischen 1815 und 1845 und zwar durch Ergänzungskäufe von Grundstücken. Pückler hat also hier die ansässigen Halbuntertanen aufgekauft. Er hat ein ganzes Dorf Köbeln umgesiedelt, um Platz zu machen. Hat angelegt einen Zufluss zu seinem Garten, die sogenannte Hermannsneiße, mit dem Luziesee um das neue Schloss. Es finden sich selbstverständlich auch Baumschulen. Irgendwo muss der Nachschub herkommen. Es gibt eine Orangerie im maurischen Stil. Den Park kann man gliedern in einen Blumengarten mit einem Pleasure Ground, also einem Vergnügungsgrundstück. Das kommt aus England beim Schloss. Dann gibt es einen zentralen und einen äußeren Park und jenseits der Stadt Muskau in die andere Richtung noch Hermannsbad mit dem Berggarten. Er hat eine 40-jährige Buche angepflanzt, das ist ihm auch gelungen. Er hat drei 20-jährige kanadische Pappeln importiert und angepflanzt. Wie gesagt, 1845 musste er den Garten verkaufen. Es gab dann verschiedene adlige Besitzer. Ab 1883 war der Park bis 1945 im Besitz der Grafen von Armin. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde der Park geteilt. Der deutsche Teil wurde gleich unter Naturschutz gestellt, immerhin von der DDR gepflegt, wenn auch etwas lieblos. Den polnischen Teil hat man einfach unter Naturschutz gestellt und der Park ist dann etwas zugewachsen. Seit 1990 gibt es dann eine deutsch-polnische Kooperation, dank der Wende. Man kann inzwischen die ein und andere Seite des Parkes ohne Pass und sonstiges spazierend erleben. Im Jahre 2014 wurde der Gesamtpark in die Liste des UNESCO-Weltkulturerbes aufgenommen. Ich nehme an, dass Ihnen das alles nochmal von der Führung erzählt wird. Vielleicht ein bisschen anders, als ich es hier erzählt habe, das werden wir sehen. Aber doppelt genäht hält ja bekanntlich besser. Vielen Dank.
Wir sind da, ich muss enden. Perfektes.